Ihr kennt das Spielchen mittlerweile. Im Oktober gibt es natürlich auch wieder viele coole neue Bücher zu entdecken. 5 Stück habe ich euch rausgesucht. Aus allen Genres ist was dabei und welche das sind, das erfahrt ihr jetzt im Video. Das erste spannende Buch, was ich für euch rausgesucht habe, ist ein Science-Fiction-Roman. Es geht um Isaac Asimovs Das Ende der Ewigkeit. In dem Buch geht es um Andrew, der für die Organisation Die Ewigkeit arbeitet. Das Ganze ist eine Organisation, die tatsächlich mittels mega krasser Technologie, oh, das war entlegen ausgedrückt, Sarah, in die Vergangenheit reisen und diese verändern kann. Das Ganze führt dann natürlich, wenn man die Vergangenheit verändert, logischerweise auch zu Anpassungen in der Zukunft. Normalerweise ist das cool, was die Ewigkeit halt macht, ist immer zu einem guten Zweck. Jetzt ist Andrews Auftrag, in die Vergangenheit zu reisen und ja, dafür zu sorgen, dass die Ewigkeit überhaupt gegründet wird. Blöd nur, dass er sich verliebt. Und bei Ausführung des Auftrages würde es in der Zukunft seine Geliebte gar nicht geben. Klingt super spannend, ist auf den ersten Blick irgendwas zwischen Science-Fiction und Liebesgeschichte. Auf den zweiten Blick kann man, glaube ich, unglaublich viel aus diesem Thema rausziehen. Vor allem natürlich auch, wenn man sich die Frage stellt, was ist eigentlich moralisch korrekt? Darf man das Schicksal eines Einzelnen über das Schicksal der Menschheit stellen? Darf man sich überhaupt in so etwas einmischen? Und ich denke, das ist ein Roman, der unfassbar viel Spaß macht und der einem wahrscheinlich genauso viel bietet, wie man sich daraus holen möchte. Weiter geht es im Oktober mit einem Buch, ja, aus einem Genre, was einfach zum Oktober dazu gehört, wie Halloween, würde ich sagen, und zwar Thriller. Der Thriller-Meister Deutschlands, Sebastian Fitzek, bringt sein neues Buch raus, und zwar Das Paket. Als ich es das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, endlich hat mal jemand darüber geschrieben, wie schrecklich DHL ist, aber darum geht's tatsächlich nicht. Es geht um die junge Psychiaterin Emma, die in einem Hotelzimmer vergewaltigt wurde. Und das Ganze von einem Psychopathen, den man nur den Friseur nennt. Weil er normalerweise Frauen misshandelt, ihnen dann die Haare vom Kopf schneidet und sie umbringt. Emma ist nun die Einzige, die bis jetzt überlebt hat und sie lebt seitdem in absoluter Paranoia. Irgendwo verständlich, würde ich sagen. Sie flüchtet in ein Haus im Berliner Grunewald, wo sie sich relativ sicher fühlt, zumindest bis zu dem Tag, wo ein DHL-Postbote, da ist es, bei ihr klingelt und sie bittet, ein Paket für den Nachbarn anzunehmen. Was dann passiert, ich habe keine Ahnung, muss man wahrscheinlich lesen, und wie ich Fitzek kenne, ist das ein Buch, wo man erstmal denkt, ja, ich weiß genau, was passiert, dann nach 10 Seiten denkt man, nein, ich habe keine Ahnung mehr, was hier passiert und was gerade abgeht und wow. Und das Ganze wiederholt sich dann ungefähr 500 Mal, bis man am Ende einfach geflasht ist. Ich kenne es von Fitzek nicht anders und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf sein neues Buch. Noch dazu feiert er ja jetzt sein Jubiläum demnächst. Ich glaube, im November ist es. Und er macht tatsächlich eine Tournee durch Deutschland, wo er eben dieses Buch auch vorstellen wird. Ich kann es mir leider nicht ansehen, habe keine Karten mehr gekriegt für Köln. Schande über euch, ihr Kölner, dass ihr das alles weggekauft habt vor mir. Aber gut, das Buch lesen werde ich auf jeden Fall. Für alle, die bis jetzt noch nicht gesagt haben, hey, da ist was für mich dabei, vielleicht dieses Buch, eine Liebesgeschichte, ein Jugendbuch, würde ich sagen. Und ich stelle es gerne vor, denn es ist von meiner YouTuber-Kollegin Mona Kasten, aka Peach Galore, geschrieben worden. Begin Again wird das gute Buch heißen und es geht um Ellie, die einen Neuanfang wagt und ihre Vergangenheit hinter sich lassen will. Es stellt sich heraus, dass es ziemlich schwierig ist, eine Wohnung zu finden und so bleibt ihr nichts anderes übrig, als die einzige Möglichkeit, die sich ihr bietet, wahrzunehmen und zwar in eine WG zu ziehen mit Caden, ein ziemlich... ja, mürrischer Typ, der unglaublich viele Tattoos hat und einfach so voll das Bad Boy-Image hat. Klar, wie soll es auch anders sein? Und Ellie sagt sich von Anfang an, nein, auf gar keinen Fall wirst du dem Typen zu nahe kommen. Und natürlich, was passiert? Ihr könnt es euch denken. Eine schöne Liebesgeschichte, die jetzt gar nicht mal das Rad neu erfinden muss, ist zwischendurch auch ziemlich schön. Und ich glaube, gerade wenn es kalt draußen ist und wenn man sich aufs Sofa kuschelt mit einer warmen Tasse Tee und einer Flauschdecke und... wenn man vielleicht Single ist und da sitzt und sich denkt, ich habe ja sonst nichts im Leben, dann kann man so ein Buch voll gut lesen und macht auf jeden Fall Spaß. Man darf sich auch einfach mal zwischendurch gute Unterhaltung gönnen. Im Roman Die Zerbrechlichkeit der Welt geht es um Japan nach dem Zweiten Weltkrieg 1946. Ein Richter wird vom niederländischen Ministerium nach Tokio geschickt, um die Kriegsverbrechen dort aufzuarbeiten und darüber zu richten. Und natürlich ist sich der Richter seiner besonderen Verantwortung in den Tokyota-Prozessen bewusst. Allerdings sucht er auch nach Zerstreuung und die findet er in der Sängerin Michiko. Die beiden beginnen eine Liebesaffäre und es entwickelt sich schnell mehr, als er überhaupt gedacht hätte, weshalb er auch ziemlich in die Klemme gerät, moralisch gesehen, als sie ihn um etwas bittet, was gegen alles verstößt, was er überhaupt dürfte. Der Roman hier umfasst also nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern gibt auch einen total spannenden Einblick in das Nachkriegsjapan, in diese ganze Zeit des Umbruchs und auch in dieses weltpolitisch unglaublich relevante Kapitel. Ein Buch, was ich allen empfehlen würde, die sich gerne mit Japan beschäftigen, die sich gerne mit der Nachkriegszeit beschäftigen und die zwischendurch noch ein bisschen Liebe brauchen, denn das kommt nun mal auch drin vor.
Das letzte Buch, was ich euch heute noch unbedingt ans Herz legen möchte, ist ein Horror-Thriller-Science-Fiction-Fantasy-Roman. Ja, es ist alles mit drin. Und zwar geht es um den dritten und letzten Teil der Passage-Trilogie. Der erste Teil heißt Der Übergang, der zweite Die Zwölf und jetzt kommt Die Spiegelstadt. Justin Cronin hat sich mit dem Schreiben seiner krass dicken Wälzer echt viel Zeit gelassen. Keins der Bücher hat unter 1000 Seiten. Und es ist auch so Bibel-Pergamentpapier gedruckt. Also ihr könnt euch vorstellen, wie viel man dort zu lesen hat. Aber jede einzelne Seite lohnt sich. Ich habe diese Bücher, glaube ich, schon 100.000 Mal hier vorgestellt auf dem Kanal, weil ich sie einfach liebe. Das Ganze ist ein Endzeit-Roman, eine Endzeit-Geschichte, in der es um sowas Ähnliches wie den Ausbruch der Zombie-Apokalypse geht, wenn man es mal platt zusammenfassen will. Wenn man es richtig zusammenfassen will, braucht man drei ganze Videos. Das werde ich euch nicht antun. Es ist aber auf jeden Fall super spannend geschrieben. Es ist ein sehr, sehr düsterer Roman. Es ist extrem, extrem actionreich, würde ich sagen. Man hat tatsächlich beim Lesen das Gefühl, man guckt sich hier gerade einen Film an. Und zwar einen richtig guten Film. Einen Film, wo man eine Gänsehaut kriegt und so ein bisschen Angst hat und sich immer umguckt, wenn irgendwelche dunklen Ecken in der Nähe sind. Und es macht Spaß. Es ist wirklich eine der besten Endzeitgeschichten und wenn nicht sogar die beste Zombie-Geschichte, die ich je gelesen habe. Auch wenn die hier in diesem Buch nicht unbedingt Zombies genannt werden. Einfach eine Reihe, die unfassbar gut ist. Ich warte darauf, dass sie verfilmt wird. Das wird früher oder später garantiert passieren und ich werde dann im Kino sitzen und ich werde es mir angucken und sagen, nein, war im Buch einfach viel besser. Aber ich würde mich trotzdem auf die Filme freuen, einfach weil die Geschichte so gut ist. Ja, der dritte Band kommt jetzt endlich raus. Es war wieder, ich glaube, 2 Jahre lang Pause zwischen dem zweiten Band. Also, wenn ihr irgendwann mal Band 1 gelesen habt vor 100 Jahren, dann ja warten musstet auf Band 2 und dann 2 Jahre gewartet habt auf den letzten Band, müsst ihr aber trotzdem keine Angst haben, denn Justin Cronin hat es total drauf, auch am Anfang nochmal zusammenzufassen, was vorher passiert ist. Und zwar nicht auf so eine platte Art und Weise, sondern so, dass man wieder drin ist und sofort loslegen kann mit der neuen Geschichte. Für alle Fans von Endzeitgeschichten, für alle Fans von wirklich gut beschriebenen, unglaublich bildhaften Büchern mit einer lebendigen Sprache kann ich die ganzen Übergangbücher nur empfehlen. Die Spiegelstadt jetzt freue ich mich selber drauf. Am 24. Oktober ist es erst soweit. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie dann die gesamte Trilogie war, wenn ich die Bücher durch habe. So viel zu meinen Tipps für den Oktober. Ihr könnt mir natürlich noch eure hier unten in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dann, macht's gut und lest was Schönes. Ciao!